So, Hallöchen. Ich bin wieder da. Ich war jetzt ein bisschen am Überlegen. Entschuldigung, voll die Denkpause gehabt. Also ich bin jetzt echt stark am Überlegen, was wir hier machen können. Er haut ständig ab. Ah, nee, das ist... Er ist bestimmt gleich wieder zu. Wenn ich es schnell hinunterschaffte, würde ich das Losungswort hören. Okay. Okay, er hat uns einen Tipp gegeben. Wenn wir schnell genug runterschaffen. Wupp. Reinpusten. In Ordnung. Dauernd holst Und du jetzt? Alfie aus der Sitzung. Dabei macht er so ungern das Klopfzeichen. Er weiß wohl, Okay. dass wir keine Croissant haben. Wenn wir jetzt schnell genug Ich runtergehen. wünschte, Olfi würde bleiben. Die Sitzung geht schon viel zu lange. Ja. Ich Okay. bin es leid, ihm ständig aufzumachen. Entschuldigung. Das geheime Klopfzeichen. Ihr wolltet das geheime Klopfzeichen sagen. Okay. Das Klopfzeichen. Und das Losungswort. Brück dich. Très bien. Alles klar. Also klopfen, zweimal Olfi tut klingen, es leid, dass klopfen. er wieder weg musste. Hatte Sternpilzkuchen als Snack. Liegt schwer im Magen. Ach, Olfi. Ach, typisch. Beim nächsten Mal wählen. Gib jetzt das geheime Klopfzeichen. Okay. Klopf. Und dann. Très bien. Weiter. Ja. Und noch mal klopfen. Jetzt noch das Losungswort. MMB, brück dich. Brück dich? Das ist korrekt. Moment. Ui. Hey, du siehst nicht aus wie ein Troll. Du siehst aus wie ein Bulle. Sehr schmackhaft. Das ist kein Bulle, das ist eine Gans. Und Eufys Freund. Das sind Genau. Rheinpillar. Er hat vielleicht Snacks. Ich bin keiner, aber Eufys vielleicht habe ich welche, Freunde ja. sind normalerweise erfunden. Nein. Ich bin ein Brückentroll. Mich gibt es eigentlich gar nicht. Na Also, dass klar. ihr eure eigene Art nicht erkennt. Ich bin auch ein Brückentroll. Seht ihr? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Hat man, naja, Tja, ich hatte es versucht. ich weiß, dass Brückentrolle aus verschiedenen Regionen oft im Zwist stehen. Und ich bin nur auf der Durchreise. Freund oder nicht, du musst beweisen, dass du Oh ein Troll nein. bist. Tanz mit mir den geheimen Tanz der Brückentrollgilde. Dann werden wir sehen. Oh nein, das hatten wir das letzte Mal schon so verkackt. Eo. Ah. Ja, das hatten wir auch. A, X, Y. Ja, das hatten wir versucht. A, X, Y. Du bist ein Bulle. Hä? A. Moment. Das ist doch nicht die ganze Wahrheit. Ja, Moment mal, wie soll ich denn das mit A zur Seite machen? Alles klar. In Ordnung, wir versuchen es nochmal. Ich habe keine Ahnung, wie die das meinen mit A zur Seite. Soll ich den Stick da mitdrehen und Co.? Das war irgendwie verwirrend. A, X und Y wahrscheinlich. Ja. Bum, 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 bum. Ja, klar. A, X. Y. Du bist Nein! ein Oh, Bulle. verdrückt. Miam. Das ist doch nicht die ganze. Nein, ist auch nicht die ganze Wahrheit. Alle guten Dinge sind drei. Ich wollte nur sagen, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, noch. Doch, ich habe oft genug verkackt.
Vielleicht bin ich immer aufgeregt, wenn ich aufnehme. Es kann auch sein. Oder nicht konzentriert genug. Also A, X, Y, bitte. Genau. Auch sehr sexy, die Dame auf jeden Fall. Voll den Stirnacken. Mhm. Oh mein Gott, jetzt kommt. Oh mein Gott. So weit sind wir noch nie gekommen. Oh ja. Aha. Kann nicht aufhören. Okay. Aha. Da siehst du es, Pilar. Er scheint mir eindeutig ein Troll zu sein. Werter Herr Brückengans, Repräsentant von Luedor. Als Vorsitzender der Brückentrollgilde von Daventry sage ich willkommen bei dieser Sitzung. Ich freue mich auf die Einblicke eines Außenseiters in unsere Streitsituation. Haben noch nie so schöne Szene gesehen. Solange er auf meiner Seite ist, ist alles gut. Ich bin es leid, das Volk von Daventry zu tragen. Und damit darum alle Trollhorn-Mundstücke einkassiert. Sie können nicht mehr verwendet werden. Du liebe Güte, Pilar, das ist aber recht drastisch. Nicht drastisch genug. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir nicht mehr nach ihrer Pfeife tanzen. Daventry hat seine Brücken abgebrochen. Und ich werde sämtliche Örner in Brand stecken und zerstören. Wo sind deine Hörner, Pilar? Meine sind schon auf dem Hügel, wo ich auch diese hinbringen werde. Alle werden sie brennen sehen. Du Neuling, gib mir das, womit du gerufen wirst. Auch du gehörst dazu. Oh je. Das ist Eufys Horn. Womit werde ich denn gerufen? Darauf würden sie wohl nicht reinfallen. Seltsam. Ich dachte, Luedor hätte andere Örner als wir. Gut. Der nächste Punkt der Tagesordnung ist unsere Verhandlungstaktik. Ja. Mit welcher Strategie wollen wir die Gardisten davon abhalten, auf unseren Rücken rumzutrampeln? Oh, sie sollen barfuß laufen, ohne scharfe Absätze. Ich finde, wir sollten ihnen die Beine abbeißen. Ganz schön blutrünstig, die gute Dame. Müssen. Gut. Zwei sehr interessante Ansätze, aber wir müssen eine Option finden, die für alle Seiten tragbar ist. Was meinst du, Brückengans? Ich stimme Eufy zu. Ich halte es damit, Eufy. Danke. Sehr gut, Kumpel. Verstanden. Weiter zum nächsten Punkt. Eufy, nächste Woche bist du mit den Snacks an der Reihe. Wollen wir Süßes oder Salziges? Süßes. Eufy mag es lieber süß. Ja. Eufy, du bist sowas von unkultiviert. Mein Gaumen verträgt nur Herzhaftes. Das sind beides gute Argumente. Aber wir müssen uns einigen. Warum nicht beides? Was meinst du, Brückengans? Tut mir leid, ich muss leider auch... Also ich bin auch eher für Süßes. Eufy zustimmen. Süß ist lecker. Absolut. Ein glücklicher Magen versüßt das Leben. Nächstes Thema. Wir müssen das Motiv für unsere Teamjacken aussuchen. Der Schneider kann nicht mehr warten. Eufy mag das Logo mit dem Einhorn, dem Schmetterling und dem Text »Wir bauen Brücken in die Zukunft«. Okay. Unsere Jacken müssen spektakulär aussehen. Sie sollen möglichst auffällig und einprägsam sein. Ich bin für menschenfressende Trolle mit dem Slogan »Troll wie Groll«. Okay, beides gute Ideen. Aber wir müssen uns jetzt auf eine Schiene einigen. Was meinst du, Brückengans? Komm, wir probieren es mal, dass wenn mir Pilar ich zustimmt. Ich sehe es wie Pilar. Wir müssen klare Zeichen setzen. Er ist eine schlaue Brücke. Manchmal. Wir müssen sie das Fürchten lehren, nicht damit unbedingt. Sie endlich kapieren. Nächster Punkt. Verhandlungstaktik. Die Gardisten sollen vorsichtiger gehen. Sie sollen barfuß laufen. Wir beißen ihre Beine ab und sie kriechen rüber. Leute, na. Ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Ja. Ja, keine Ahnung. Richtig. Waddles hat recht. Wir wiederholen uns. Ich nehme mein Horn und gehe, bis das geklärt ist. Geh nicht, Kamerad. Wenn du deine Meinung änderst, wir sind hier.
Auch wenn ich eine neue Brücke rufen konnte, musste ich zurück, da der Fluss meinen Weg versperrte und ich ohne Olfis Mundstück nicht zurück zum Turnier konnte. Okay, und was ist, wenn wir jetzt wieder reingehen? Jetzt noch das Losungswort. Ach so. Brück dich? Das ist korrekt. Moment. Aber nicht nochmal von vorn. Na toll, der Neuling ist zurück. Ja. Très bien. Schmeiß einfach rein, womit sie dich rufen und wir verbrennen es. Können wir das austauschen? Ich brauchte etwas Glaubwürdiges, das mich an meine Brücke rief. Wie süß. Eine kleine Brückenglocke für eine kleine Gans. Nächster Punkt. Ja. Verhandlungstaktik. Die Gardisten sollen vorsichtiger gehen. Sie sollen barfuß laufen. Wir beißen ihre Beine ab und sie kriechen rüber. Leute, ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Ja. Richtig. Waddles hat recht. Wir wiederholen uns. Ich nehme mein Horn und gehe, bis das geklärt ist. Voll der Dieb. Wir sollten diese Sitzung lieber vertagen. Ich hatte sie ausgetrickst. Die Glocke hatte keinen Wert für mich, aber Waddles Horn würde mir neue Wege eröffnen. Auf jeden Fall. So, wir können jetzt mit der Leiter wieder nach oben, auf jeden Fall. Schawups. Dann können wir ja Olfi rufen. Dann gehen wir den ganzen Weg wieder runter, wo wir zu dieser einen Holzdingens kommen und kommen dann, glaube ich, auf das wollte ich schon sagen, in das neue Gebiet. Mit dem Hörnchen. So, wo haben wir die denn? So. Ach, jetzt kann ich es nehmen. Und einmal Olfi, bitte. Ich trinke mal kurz nebenbei was. Jawohl. So, schnell rüber. Ciao, Olfi. Ich bin voll der coole Brückentroll. Nur minimal kleiner als ihr, aber ist schon gut. Fällt ja nicht auf. War doch hier, ne? Ah, verdammt. Oh, jetzt habe ich auch noch... Ja, klar, ich weiß, wo lang. Also runter war nicht schlecht, aber anderes runter. Eieieiei. Orientierungssinn echt wie so eine Nuss. Schubs, 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 schubs. Wenn es jetzt auch wieder falsch ist, lache ich. Nein, ist es Gott sei Dank nicht. So, jetzt wird er sich allerdings wundern, wie wir ihn rufen konnten, ne? Will ich nochmal so sagen. Okay. Waddles! Der geht immer baden, auf jeden Fall. So, wo sind wir jetzt hier? Das lohnt doch nicht so leicht hier, mein Temperament. Ah, okay. Sie will die ganzen Sachen anzünden. Bei dem Stress brauche ich was zu knabbern. Darin befand sich das letzte Horn, das mir noch fehlte. Mhm. Tritt ruhig näher, wenn du dich verbrennen willst. Ja, aber da brennt ja noch gar nichts. Wir kriegen doch irgendwo noch Kleinholz sein. Ah. Eine kleine Stärkung schadet nie. Ja, nimm das ruhig. Pulverisieren! Oh, wie cool. Ich hätte jetzt mega Bock auf Croissants. Mir geht's nicht so gut. Oh oh. Ein Nickerchen. Ich denke. Jetzt ein Nickerchen. Oh mein Gott, aber fall nicht das nach vorne. Ist nur ein Traum. Schmächtige Jungs schmecken dir nicht. Komm, jetzt halt die Klappe, nimm das Horn.
jetzt hatte ich sie alle beisammen. Das ist ja unglaublich. Ich wollte nur sagen, es ist unglaublich, dass wir vorangekommen sind. Also gefühlt habe ich mich jetzt, weiß ich nicht, stundenlang auf der Stelle bewegt, obwohl, ja, ja doch, es ist okay, dass wir ein bisschen länger gebraucht haben. Wollen wir ja nicht alles schlecht reden, ne? Das geht schon. Okidoki, jetzt haben wir alle. Ja, wir können ja ruhig hier langlaufen. Dann müssen wir ja jetzt einmal zum Kräfteduell und die Brücken rufen. Sehe ich richtig, ne? Dass wir die dann alle rufen müssen? Ich weiß zwar noch nicht zu 100%, was uns das alles so bringen wird, aber es ist okay. Ich hoffe nur, dass wir dann irgendwann an die Bitterwurz-Dings kommen, Wurzeln kommen, um dann an die Kostproben zu kommen. Was wir dann allerdings mit den Kostproben machen sollen, weiß ich jetzt auch noch nicht mehr. Oder weiß ich zumindest nicht mehr. Kurzzeitgedächtnis ist eher nicht so. Aber jetzt haben wir alle Hörner. Alle drei. Komm her. Ja doch, ich komme schon. Ich komme schon auch rüber zu dir. Eieiei. Hallo. Viel Glück beim Kraftduell. Danke sehr. Jetzt müssen wir hier einmal rufen. Einmal das hier. Dann kommt die Dame. Ja, die klingt schon so unheilvoll. Ich war gerade dabei, eine Glas Käse zu genießen. Aber nein, das ist natürlich viel wichtiger. Ja, sicherlich. Wieso komme ich da jetzt nicht hoch? Alles klar, so kann... Verstehe. Wir kommen nur noch nicht auf die andere Seite. Da kommen wir nicht hin. Huch. Okay. Gut, dann Hallo. Kann ich ja nur ansprechen. Du willst das nochmal versuchen? Du fliegst nur wieder runter. Wart's ab, ja? Bereit? Na klar. Na los, ich bin bereit. In Ordnung. Das Kraftduell kann beginnen. Nochmal. Ja. Ich weiß zwar noch nicht... Oh, wie nett, dich hier zu sehen. Ja. Weck mich, wenn es vorbei ist. Ach du, fühl dich nicht so cool. Ja. Der Eichhörnchen hat so er wirft uns bestimmt drüber, ne? In das Schild rein. Nein. Buh, er betrügt mit dem miesen Troll. Gute Idee, Graham. Ja. Sieh es dir an, Madeline. Alles, was das Licht berührt, wird dir gehören. Der Anblick des Sieges. Nicht mein Spruch, aber... Hä? Acorn schafft das! Wie soll ich denn das... Was sagst du der Prinzessin? Er ist direkt hinter mir? So ein Quatsch. Warte, nein! Sachte, sachte! Niemand soll sehen, wo der Faden hinführt! Alles klar. Kommen wir da Vorsicht, durch? Vorsicht! Du verhedderst ihn noch! Mann, das hättest du nicht tun sollen. Ich weiß jetzt noch nicht so ganz, was unsere Aufgabe hier ist. Du kannst mich nicht fangen wie ein Wolf! Vorsicht! Nur nicht stolpern! Dieser Strick fängt nur Wetzel, keine Acorns! Die Leine, aber nicht die. Im Tauziehen bin ich unschlagbar. Ich taumle vielleicht, doch ich werde niemals fallen. Oh. Okay. Entschuldigung, dass ich so... Hab dich!
Spargeltarzan. In Ordnung. Was genau und wie genau sollen wir das jetzt hinkriegen? Achtung da unten! Und nehmen wir das Zeugs mit? Das ist gut, ne? Gut, dass das vorbei ist, Madeline. Unser Geheimnis ist sicher. Ich habe auch mal einen Wetzelwolf darin gefangen. Interessant. Buh! Betrüger! Gutes Manöver, Graham. Nicht schon wieder. Es wird ihm nicht gefallen, wohin der Strick führt. Oh, so viele Knoten. Ist dein Scheiß ernst? Er kommt näher, Prinzessin Madeline. Tu doch was. Mach das nochmal und du wächst den Stier. Ich hab wirklich keine Ahnung, wo ich... Ich nutze den Strick, um den Stier in mir zu fesseln. Ernsthaft? Okay, zweimal hast du mich erwischt. Federhut ab. Das hättest du nicht tun sollen. Nee, hätte ich nicht tun sollen. Stimmt. Halt still! Oh. Autsch! Autsch! Ich habe keine Ahnung, was es bringt, ne? Ah, wir müssen das wohl ein paar Mal machen, bis er dann vielleicht, weiß ich nicht. Wir haben jetzt ja unterschiedliche Farben mit bei. Einige Fäden sollten nie entknotet werden. Ja, ich weiß ja nicht. Du wirst nie stark, wenn du das Bauchtraining schwänzt. Oh, was freue ich mich auf ein warmes Bad. Verstehe. Massierst du mir den Nacken? Oh, Betrüger! Buh. Er ist ein Betrüger! Aber nicht nach Addendum 4934. So geht das, Graham! Ich verschnüre mein Geheimnis nicht ohne Grund. Jetzt wird es finster. Okay, schön. Mein Geheimnis ist gefährlich. Du hattest mich fast. Wow! Die Leine, aber nicht die. Öffne nicht die Büchse der Pandora. Im Tauziehen bin ich unschlagbar. Ich taumle vielleicht, doch ich werde niemals fallen. Mein Strick kann gefährlich tödlich sein. Oh. Ja. Okay, ich muss jetzt im Prinzip die ganze Zeit rollen, dass ich Nein, dieses... der Trotzdeckdämon! Aha. Oh. Psst. Jetzt ist es Zeit für Lachen und Scherze. Mein. Ich hoffe nicht, dass da jetzt das Eichhörnchen drin ist. Nein, stopp! Das macht es nur noch schlimmer! Oh je. Oh nein. Nee, nicht kaputt machen. Oh oh. Es ist trotzdem lustig. Okay, verstehe. Ja, dann komm her. Komm her. Gib mir meine Socke! Oh, fuck. Der Stier ist da! Die Hörner antworten! Hier, nehmt sie zurück! Das war's wieder. Boah, das war echt knapp gerade. Jetzt verstehe ich das mit dem Wedeln. Sie hängt an mir fest! Halt still! Tut mir leider nicht leid! Na, vielleicht ja schon. Die brauche ich nicht! Frei zum Draufhauen! Oh, 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 oh. Echt umwerfen. Yay. Oh nein. Da! Oh, oh. Oh, Olfi. Oh, das ist nett. Wunderbar. Ich wusste, du schaffst es.
Mit Hilfe einiger Trolle und von Manni besiegte ich den Riesen und stellte seine Schwäche bloß. Ich war einen Schritt näher am Ritterstand. Das war unfair, aber ich, ne? Ich war nicht stolz darauf. Ich wollte gerade sagen. Hier unten! Wir bräuchten auch Hilfe! Nur barfuß. Ja, ja, gleich hier lang! No, Olfi, Arret! Mir reichen die Befehle. Die Zeit ist gekommen. Wir Brücken machen nicht mehr den Rücken für undankbare Winzlinge krumm. Jetzt drehen wir das Rumtrampelt um. Weg hier! Weg hier! Sofort zurück, Spitzstiefel! Nein! Ja, seid schneller. Los, lauft! Stopp! Das verursacht nur einen Haufen unnötigen Papierkram! Wartet auf Olfi, Leute! Wir sitzen aber oben, ne? Wir sind... Ja, okay. Meine Allianz mit Manni schien zu fruchten. Er besiegte Acorn problemlos im Tempoduell und Whisper im Kraftduell. Ich ging zur Arena, um im finalen Scharfsinnsduell gegen meinen Freund anzutreten. Oh je, da wären wir doch gnadenlos. Also ich meine, nein, wir müssen ja gewinnen.